Ja, also hinter mir sehen Sie das Fledermeierhaus, in dessen ersten Stock das Museum der Erinnerung zu sehen ist. Das es allerdings auch auf der Website in Form eines Webshops gibt. Also der Webshop ist sozusagen gleichzeitig das virtuelle Museum und eine Möglichkeit, alle Exponate aus dem Museum auch zu kaufen. Mit dem Kauf dieser Objekte kann man auch den Erhalt wiederum des Hauses unterstützen. Und die Objekte sind auch interessante künstlerische Einzelstücke von mir gestaltet, alle aus dem, fast alle aus dem Dachboden vom Lederer-Meyer-Haus. Obwohl wir uns im gleichen Haus befanden. Wahrscheinlich habe ich es den Katzen zu verdanken, dass ich zuerst auf dem Dachboden meinen letzten Platz fand. Sie hatten ihre Krallen an mir geschärft und fanden es lustig, sich in mir zu verhaken. Das mochte ich gar nicht. Doch ich liebte es, wenn sie eingerollt auf mir schliefen. Ihr leises, schnurren, kaum spürbare Vibration.